Ja, geht. Geht schon. Gibt's einen Park, der liegt zentral und ist gepflegt. Und wenn es schön ist, sind die Bänke bis zum letzten Platz belegt. Nur die Wiesen sind leer. Und wenn man danach fragt, hört man, das Liegen in den Wiesen ist behördlich untersagt. Und wenn man trotzdem versucht, sich dort auszuruhen, dann bekommt man es mit der Polizei zu tun. Ja, wir dürfen das Gras nicht beim Wachsen stören. Und wir dachten schon, die Wiesen würden uns gehören. Und letzte Woche war im Park ein Riesenevent von einer Firma, die so groß ist, dass sie jeder kennt. Die durften in dem Park alles niederplanieren und dann tagelang ihre Produkte präsentieren. Als sie weg waren, war die Wiese vollkommen zerstört. Ja, ja, jetzt wissen wir wohl, wem diese Wiese gehört. Und seitdem nur für den Fall, dass jemand fragt, ist in der Wiese liegen wieder behördlich untersagt. Diese Stadt gehört schon längst nicht mehr uns. Diese Stadt gehört schon längst nicht mehr uns. Das wissen mittlerweile Hinz und Kunz. Diese Stadt gehört schon längst nicht mehr uns. Ist ein öffentliches Klo, das ist seit einem Jahr versperrt und keiner weiß genau wieso. Irgendetwas wird da langwierig repariert. Nur dumm, dass es die Leute hier oft sehr pressiert. Denn die Kinder und Senioren haben ständig volle Blasen und die pinkeln dann verschämt hinter die Büsche auf den Rasen. Viel lieber würden die ganz kultiviert ihr Wasser lassen. Zum Glück gibt es Politiker, die sich damit befassen. Doch die Lösung ist nicht etwa das Klo zu reparieren. Nein, nein, die Lösung ist dort Videokameras zu installieren, um die illegalen Wasserlasser dadurch abzuschrecken, polizeilich zu verfolgen und mit Strafzetteln zu necken. Die paar hunderttausend überweist die Stadt doch gern an irgendeinen miesen Überwachungskonzern. Und nicht zuletzt deshalb ist die budgetäre Lage hart. Ganz klar, dass man da bei den Toiletten spart. Diese Stadt gehört schon längst nicht mehr uns. Diese Stadt gehört schon längst nicht mehr uns. Kein stiller Ort, nur man in Ruhe brunst. Diese Stadt gehört schon längst nicht mehr uns. Was ist verboten? Da war musiziert. Ach so. Ja. Ist aber nicht beim Eingang gestanden. Bin ich steht überall. Das Musizieren verboten ist. Dass der Park jetzt einer Bank gehört, das wissen wir wohl. Und die Wände dieser Stadt gehören dem Werbemonopol. Und wem der Rest gehört, merkt man auch ganz schnell. Die halbe Stadt gehört dem Baukartell. Und der Zugang zum Fluss gehört dem Yachtenverein. Die schönsten Gärten dieser Stadt gehören den großen Brauereien. Und es gibt Leute, die es ganz gewaltig stört, dass der Wald noch immer den Adligen gehört. Die leeren Häuser gehören den Spekulanten, die Intakten und die ganz zufällig Abgebrannten. In den Wiesengassen ist es völlig klar, hier regiert die Glücksspielmafia. Und die Autobusse sind mit Werbung zugeklebt, da sieht man gar nichts mehr raus, das hat man noch nicht erlebt. Und trotzdem ist das Busfahren so teuer wie noch nie. Was für eine Ironie. Die Stadt gehört schon längst nicht mehr uns. Ja, diese Stadt gehört schon längst nicht mehr uns. Das wissen mittlerweile Hinz und Kunz. Diese Stadt gehört schon längst nicht mehr uns.
Ja, dann fahrt ihr dann heim nach Wien, oder? Und ich fahr heim nach Innsbruck, oder? Das war ja ganz gut, oder?